Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr das FritzNAS eurer Fritzbox einrichten könnt. Wir fangen an. Wir gehen zunächst in unseren Browser, melden uns einmal kurz an. Dann lädt er kurz. Dann gehen wir einmal hier auf Heimnetz, USB-Geräte. Hier ist wichtig, ihr müsst einen USB-Stick anschließen, optimalerweise, weil der interne Speicher von meiner ist, glaube ich, knapp 4 GB. Einfach USB-Stick oder externe Festplatte anschließen. Es unterstützt FAT32, NTFS und EXT2. Das ist ein Linux-Format. Wichtig ist, EXFAT oder ähnliches oder andere Formatierungen unterstützt das nicht. Ich packe euch aber unten nochmal in die Beschreibung, was ihr genau braucht. Einfach dran stecken, vorher richtig formatieren und dann sieht man auch schon, ich habe in dem Fall einfach einen USB 2.0-Stick dran gesteckt, den ich rumliegen hatte. Dann könnt ihr einmal noch in den USB-Einstellungen sagen, ob ihr USB 3.0 aktivieren möchtet oder 2.0, damit dann, wie schon steht, ähnlich wie bei den Netzwerkports, USB 3.0, USB 2.0 bezüglich der Power. Sieht man auch wieder Power Mode und Green Mode. Einmal USB 2.0, einmal USB 3.0. Dann habt ihr hier noch andere Möglichkeiten, das ist aber erstmal irrelevant. Wir gehen jetzt weiter auf Speicher NAS. Der ist standardmäßig deaktiviert, den klickt ihr einfach an. Seht hier interner Speicher 3,13 und USB-Speicher 16. Dann könnt ihr hier noch draufklicken, damit er den Indexspeicher anlegt. Zusätzlich könnt ihr hier auch noch Online-Speicher hinzufügen. Das lasse ich in dem Fall jetzt einmal weg. So, wenn ihr das einmal aktiviert habt, seht ihr hier unten Zugriff über SMB aktiv und hier seht ihr noch, dass ihr Berechtigungen ersetzen müsst bzw. einstellen müsst. Das heißt, ihr klickt hier oben drauf und dann habe ich hier einmal meinen Benutzer und wenn ihr den anklickt habt, müsst ihr hier unten den Haken reinsetzen bei Zugang zu NAS-Inhalten und sagt dann einfach Verzeichnis hinzufügen und wählt dann entweder einzelne Verzeichnisse aus oder einfach alle, die auf dem FritzNAS-Speicher liegen. So, wenn ihr das erledigt habt, geht ihr einfach auf OK, auf Übernehmen und dann könnt ihr ganz normal wieder in Heimnetz, Speicher NAS und habt die Einstellung übernommen. Hier unten gebt ihr den Namen im Netz ein. Wichtig ist, dieser Name funktioniert nur, wenn ihr direkt an der Fritzbox angeschlossen seid. Wenn ihr zum Beispiel eine Firewall oder ähnliches dahinter habt, dann funktioniert das natürlich nicht. Da müsst ihr die IP-Adresse von der Fritzbox eingeben, wie man es hier oben sieht, mit der 193.1. So. Dann gehen wir jetzt einmal weiter. Wichtig ist zu beachten, in meinem Fall habe ich Fritz OS 7.13 installiert, wo nur SMB 1 verfügbar ist. Warum auch immer, das liegt an Unity Media, die haben aktuell noch keine neuere Version rausgebracht. Also keine neue Fritz OS Version, wo man dann SMB 1 standardmäßig deaktiviert hat, weil das recht unsicher ist und nur SMB 2 und SMB 3. In dem Fall ist es nur SMB 1, das seht ihr nämlich gleich. Ich gehe nämlich einmal hier runter. Öffne einmal kurz ein Fenster, gebe jetzt die IP-Adresse ein und wenn ihr es seht, ich zeige es hier, seht man direkt die Fehlermeldung SMB1. Da zeige ich euch jetzt, wie ihr das einmal aktivieren könnt. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, durch ein FritzOS-Update oder wenn ihr schon 7.2.0 habt, dann gibt es dieses Problem nicht. Dann ist es, wenn überhaupt, so, dass ihr manuell SMB1 aktivieren könnt. Nur leider ist in dieser FritzOS-Version das leider noch der Fall. Hier geht auf OK, um einfach Systemsteuerung. So, ich schiebe euch das mal hier hin. Wir gehen an den Programm und Features und gehen auf Windows Features hinzufügen. Dann seht ihr nämlich, wenn ihr hier runter scrollt, unten nehme ich gleich den Punkt SMB. Ja, Unterstützung für die SMB 1.0 ZIFS-Dateifreigabe. Einfach haken rein. Und dann hakt ihr das eben alles an. Klickt mal einfach OK. Dauert ein bisschen. Genau, jetzt muss er einmal neu starten. Das werde ich einmal kurz tun. Bis gleich. So, der Rechner ist einmal neu gestartet. Jetzt machen wir das gleiche wie eben auch. Wir öffnen das Ausführenfenster und geben einfach die IP-Adresse ein. Dann klicken wir einmal auf Enter und jetzt seht ihr schon die Anmeldemaske. Die kam ja eben noch gar nicht, sondern es kam direkt die Fehlermeldung. Jetzt geben wir einmal unser Konto ein. Wichtig ist, das ist das Konto, das Fritzbox-Konto, was ihr habt, wo ihr euch auch in der Fritzbox anmeldet, wenn ihr halt das Konto dafür freigegeben habt. Ihr könnt auch Konten anlegen, mit denen man sich nicht anmelden kann, aber ihr euch auf dem Fritz NAS anmelden könnt, was natürlich am sinnvollsten ist. Dann geben wir einmal unsere Daten ein
Und ihr seht schon, jetzt haben wir einmal den Ordner Fritzbox und hier sind die ganzen Unterordner. Die Unterordner zeige ich euch jetzt nochmal in der Fritzbox-Oberfläche, wo ihr sie euch anlegen könnt. Ihr könnt sie hier natürlich auch ganz normal anlegen, ohne Probleme, und es wird ganz normal angelegt. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Einen Moment. Öffnen wir nochmal kurz den Edge. Genau, melden uns wieder an. Hier sieht man mir nicht die Liste. So. Ah, das passiert, wenn man es zu schnell eingibt. So, ihr habt hier oben nämlich den Punkt Fritz NAS. Dort klickt ihr einfach drauf. Und schon habt ihr die gleiche Ordnerübersicht, wie ihr die hier habt. Hier habt ihr nämlich hier diese Ordnerübersicht. Und hier seht ihr auch den Ordner, den ich angelegt habe, der wird auch erstellt. Ihr könnt dann auch Freigaben erstellen. Sieht man nämlich hier über Rechtsklick, dann zum Beispiel entweder den Ordner direkt downloaden oder halt auch freigeben. Freigeben geht in dem Fall nur, wenn ihr zum Beispiel den DynDNS eingerichtet habt. In den meisten Fällen macht man das, weil man zum Beispiel Port Forwardings ja braucht und die meisten Leute halt daheim nur dynamische IP-Adressen haben. Somit reicht das, wenn ihr den einfach kopiert, eurem Bekannten schickt und dann könnt ihr das NAS, also beziehungsweise die Fritzbox auch als quasi NAS nutzen, anstatt ein teures Synology oder QNAP anzuschaffen. Wichtig ist natürlich, die Performance ist natürlich nicht vergleichsweise mit einem richtigen NAS-System, da die Geräte natürlich mehr CPU-Leistung und ähnliches haben. Genau. Haben wir das nämlich auch durch. Haben wir das so eingerichtet. Dann könnt ihr euch nämlich jetzt einfach die Benutzer anlegen, die ihr haben möchtet. Die Berechtigung zuweisen, zum Beispiel jeder in der Family hat dann einen Ordner, dann hat er nur Zugriff drauf und gegebenenfalls der Admin hat noch Zugriff auf alle Ordner und dann können die sich die Ordner ganz normal einbinden. Wichtig ist halt zu beachten, in meinem Fall ist es noch SMB1, aber in eurem Fall ist es in den meisten Fällen bei einer Telekom oder DSL Fritzbox ist immer das aktuellste Fritz OS 7.2.0 installiert oder noch neuer, je nachdem, was jetzt gerade rausgekommen ist. Und da habt ihr dieses Problem mit diesem SMB1 aktivieren, habt ihr da nicht. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und von da würde ich mich auch freuen. Dankeschön!